Hallo und herzlich willkommen zurück zu Evil Genius 2. Ich bin Dr. Wolfsherz und freue mich, dass ihr wieder dabei seid. So, was machen wir denn als nächstes? Das fragt ihr euch vielleicht und ich ehrlich gesagt auch. Wir müssen mal kurz schauen. Wir müssen noch ungefähr dreimal Standort von Havoc enthüllen. Und ja, wir müssen natürlich auch noch relativ viele Base-Sachen hier bauen und umbauen und erweitern. Und naja, wir haben ja letzte Folge erst hier den Kasernentrakt gemacht. Wohl wissend, dass wir da nochmal dran müssen, denn das ist noch nicht ideal. Ganz und gar nicht. Ich bin sogar gerade kurz davor, nochmal was umzubauen. Und zwar, ich guck mal, das müsste eigentlich. Moment. Ich muss die Sache mal kurz irgendwo zwischenlagern. Ja, ich denke so. Ja, das sieht noch ein bisschen aufgeräumter aus. Im Vergleich zu jetzt, wo wir hier zwar auch zwei Reihen haben, aber irgendwie, naja. Ich glaube, das Neue ist besser. Lasst es mich sonst auch gerne wissen. Wenn ich hier Quatsch baue und ihr meint, um Gottes Willen, das sieht ja grausam aus, dann interessiert mich eure Meinung. Dann könnt ihr mir das gerne sagen, denn ich bin ja, da ist gerade ein Boot weggefallen, ich bin ja offen auch für Veränderungs- oder Verbesserungsvorschläge. Die müsst ihr aber halt auch machen. Ich kann nicht in eure Köpfe schauen und deswegen benötige ich Kommentare. Also schreibt, falls was blöd ist. So, okay, genug davon. Jetzt würde ich gerne den Kantinenbereich, glaube ich, mal aktualisieren. Wir haben ja hier, was ist das hier eigentlich für ein Raum? Ich vergesse das immer. Belegschaftsraum, genau. Der ist ein bisschen klein. Ich glaube, da gibt's, nee, da haben wir bisher auch wirklich nur Genie TV. Oder Genie TV. Wird genutzt, keine Frage. Sitzen gerade drei Leute drin. Maximalauslastung ist hier dann 6 wahrscheinlich mit diesen beiden Inseln. Obwohl, ja, da kann auch jemand so stehen. Passen hier vielleicht auch noch mehr Leute rein. Aber auf jeden Fall. Ich glaube, ich würde den gerne woanders hinbauen. Ich bin ja immer noch der Meinung, dass ich hier eine Treppe nach unten haben möchte. Ich weiß nur nicht, wo ich die hier hinkriege, wo ich da ankomme. Man müsste es ja eigentlich sehen können, wenn ich hier in Gang gehe und auf Treppe wechsle. Das geht da halt überall nicht, weil. Ja, er zeigt an, hier unten geht's nicht. Wahrscheinlich. So wird's oben gehen. Moment. Wenn ich jetzt nach oben wechsle. Ach, das wäre dann hier im Flur. Ehrlich. Ist natürlich nicht so toll. Ist das da? Ist das wirklich da? Ist schwer zu sagen, ne? Wir müssen den Bereich hier oben halt einfach mal umbauen. Wir machen Folgendes. Wir haben ja Geld. Und Geld ist ja immer das Wichtigste, um überhaupt umbauen zu können. Wir bauen nochmal so einen Belegschaftsraum. Das ist dieser hier, ne? Ja, genau. Belegschaftsraum. Neu hierhin. Nur temporär. Kostet Gott sei Dank auch nicht so viel. Und die Sachen. Ja, Moment. Die Sachen legen wir dann um von hier darüber. Alles nur als Übergangslösung. Ich weiß, dass einige von euch nicht so sehr Gefallen an Umbauten haben und vielleicht lieber in der Story vorankommen würden.
Ich sehe das aber halt so ein bisschen, na, ich will nicht sagen entspannter, aber ich habe halt schon den Anspruch, dass die Base auch cool aussieht. Dass man da, ja, weiß ich nicht, dass man sich wohlfühlt einfach. So, das ist abgebaut. Die Sachen liegen jetzt hier. Das heißt, wir müssten aber eigentlich umbauen können. Gehen wir also mal hin und sagen, dass das hier Kantine ist. So, das müssen wir erstmal das hier umbauen. Und dann können wir das hier umbauen. Das ist jetzt natürlich riesengroß. Das hier wird erstmal zugemacht. Wobei hier... Hier würde ich, glaube ich, gerne öffnen und da schließen. Und da andersrum. So, und dann, ja. Raumtyp Kantine, Gegenstände. Jetzt muss ich hier noch ein paar Tische reinstellen. Ich stelle die erstmal so rein. Geht mir erstmal darum, dass das umgebaut wird. Gehälter bezahlt, das ist aber alles kein Problem. Wir können uns das leisten. Geld ist nicht unser Problem. Wir müssen nur gleich mal nach den Aufträgen auf der Oberfläche gucken, ob das alles noch läuft. Das könnte nämlich durchaus sein, dass das in Stücken geraten ist bereits. Und wir einige Regionen mal untersuchen müssen. Aber erst kommt jetzt hier der Umbau. Das ist noch nicht schön, es ist halt aber auch noch nicht fertig. Also noch etwas Geduld bitte hier. Es kommt gleich. Hoffe ich. So, jetzt möchte ich diesen Platz frei haben. Und jetzt brauche ich das Treppenhaus. Hier. Und hier würden wir sogar nach oben noch kommen. Nee, oder auch nicht. Da müssen wir erst später das hier abbauen können. Aber gut, hier wollten wir auch erstmal nach unten. Das ist erledigt so. Jetzt müssen wir hier nur ein bisschen... für Wände noch sorgen. Hoppla. A scheme has succeeded. Ja, da sind reihenweise Aufträge beendet.
müssen wir gleich wirklich schauen. So, und jetzt werden wir hier die Verbindung schaffen. Salaries paid. Und dann kümmern wir uns jetzt um die Oberfläche. Also, wie sieht's aus? Oh, weia, hier geht's gleich in Lockdown. Ganz schnell mal Leute hinschicken. 30 Berichte will ich nicht ausgeben. Es geht aber nicht anders. Ach, das ärgert mich so massiv hier. So. Hier läuft momentan nichts, aber hier ist auch relativ hoch vom Wert. Hier können wir aber Arbeiter hinschicken, um den Argwohn runterzubringen. Hier bringen wir den Argwohn derzeit noch runter. Da können wir aber jetzt abbrechen und was anderes machen. Naja, es ist nichts anderes da, ne? Also von daher lassen wir es mal laufen, bis da vielleicht andere Aufträge kommen. Hier ist im Moment auch nichts anderes. Das wird sich jetzt aber gleich wahrscheinlich ändern. Hier ist außerdem der Typ, das heißt, hier machen wir erstmal gar nichts drin. Hier läuft ein Auftrag. Dann rüber Afrika. Was haben wir hier? Ja. Da ist Miss Foxworth. Das heißt, hier machen wir nichts. Hier können wir was tun. Da läuft Argwohn sinken. Das breche ich dann mal ab. Weil der Argwohn ist unten. Dann können wir hier einen anderen Auftrag einstellen. Machen wir den. Und Moment, ich glaube, da müssen wir das hier auch so machen. Hatten wir den Argwohn jetzt gesenkt durch Arbeiter? Hier, genau. Wir müssen den erst abbrechen. Dann kommen andere Aufträge her. So, dann also weiter. Afrika haben wir, beziehungsweise das hier war der Mittlere Osten und jetzt. Hier ist Symmetry, da machen wir nichts. Hier oben. Ja. Nee, der steht da. Das heißt, hier können wir was tun. Was haben wir denn da alles? Hm. Ah, hier können wir Wächter rekrutieren oder 200 alle 5 Sekunden für 6 Wächter. Das machen wir. Okay, und hier, was ist in Europa? Da läuft noch was. Das ist aber Argwohn sinken und hier ist der Argwohn runter. Das heißt, hier können wir auch das Ding abbrechen. Und dann stattdessen übergehen, ein bisschen Geld verdienen. Und hier, ja, da können wir auch Geld verdienen. Oder wir machen hier noch so einen Havoc-Auftrag. Und ich würde sagen, das tun wir mal. Okay, dann haben wir alle durch. Ja, hier haben wir schon gesehen, da geht eben nichts. Da sind wir auch ganz schnell im Lockdown. Und können wir auch nichts gegen tun. Ist dann halt so. Okay. Was mich über diese Dinger hier nerven. Und wie kann ich das wegmachen? Wie kriege ich diese Notifies weg? Schlimm. So, Forschung. Wir haben Geld, also geben wir das aus. Wir können immer noch nicht hier forschen. Da sind wir noch nicht weit genug. Dann gehen wir jetzt und nehmen das letzte, was wir hier noch brauchen, nämlich. Moment, welche haben wir denn schon? Die haben wir alle schon. Hier haben wir alles fertig. Da haben wir alles fertig.
Da haben wir alles fertig. Ach, dann kommen jetzt die Fallen. Oder wir nehmen hier sowas nochmal. Dann hätten wir den Rest vom Havoc drin. Komm. Machen wir das mal. Okay. So, wir haben jede Menge Schergen jetzt losgeschickt. Trotzdem noch so viele da. Ja, dank großer Kaserne ist das jetzt nicht mehr so schwierig. So, und diesen Belegschaftsraum, den würde ich jetzt eigentlich gerne halt näher ranbringen an die Belegschaft. Sprich, hier unten den einrichten. Hier müssten wir aber auf jeden Fall noch einen Flur zwischen haben. Oder wir bauen ihn hier in die Ecke rein. Hier gibt es übrigens Gold, das wir abbauen können. Möchte ich aber im Moment auch noch nicht machen. Ich werde hier keinen Flur bauen. Wir bauen hier den Belegschaftsraum rein. Also. Dieser hier. Und dann können wir den auch ein bisschen größer bauen vielleicht. Naja, das geht nicht. Das geht leider auch nicht. Wir haben es geschafft. Wir haben die Wissenschaftsabteilung die Datenbank durchforsten lassen und das Havoc-Gerät zu finden. Das heißt, wir können die Belohnung abholen. Das ist erstmal der nächste Forschungspunkt, aber nein, wir wollen zur Mission und die Belohnung abholen. Das ist nicht viel, aber immerhin. Schauen wir mal. Havoc, or part of it. They were so scared of its power, they disassembled it. Part of it? I don't want part of it. I cannot take over the whole world with only part of Havoc. Fine. I have built greater victories on less. Send my troops. Tell them it is time to die bravely for Ivan. Gaining the information depleted our forces, sir. If we attack now, we would lose. Then build me forces. Steal loot. Defend my lair. I will have Havoc, then revenge. In that order. Your vaults are full. Unsere Vaults sind voll. Wir müssen eben neue Schränke aufstellen. Okay, so, der nächste Aufgabentyp oder die nächste Hauptaufgabe ist gekommen. Ein Moment der Ruhe. Interessanterweise haben wir dafür schon einiges erfüllt. Wir müssen nur noch neue Schergentypen freischalten. Und ich glaube, das passiert doch jetzt über die Forschung, oder? Forschung.
So, ich hoffe, dass wir jetzt weiter können. Immer noch nicht! Das gibt's doch gar nicht! Wir dürfen immer noch nicht weiter forschen. So. Wie kriegen wir neue Rekrutentypen? Steht dazu was in der Aufgabe selbst? Eure Spezialisten an. Moment. Spezialisten? Das sind doch... Schalte neue Schergentypen frei. 4 von 8. Spezialisten. Spezialisten sind diese Typen, die wir hier haben. Das sind Wächter, Diener, Techniker und Wissenschaftler. Das sind die 4. Und wir sollen jetzt noch weitere 4 freischalten. Und wir haben hier insgesamt noch 3, 6, 8 könnten wir noch freischalten. Und wir müssen jetzt aber 4 freischalten. Naja, bevorzugt würde ich natürlich in Kampf und vielleicht in Täuschung oder Wissenschaft schauen. Jetzt ist die Frage, wie kriegen wir die bestimmt über Nebenmissionen? Schergenrekrutierung, da ist es. So, neuer Schergentyp Söldner. Neuer Gegenstand Gulaschkanone. Oh Mann. Was haben wir denn noch? Tochter des Atoms, wir können uns auch noch weitere Superschurken rekrutieren. Wir haben ja Iris, aber wir könnten hier auch noch mehr machen. Oder töten. Ich glaube, wir töten die dann, oder? So, was haben wir hier? Biologen, okay. Neue Gegenstände, Sushi-Bar, Zentrifuge, organische Proben. Pass mal auf, ich mache jetzt tatsächlich die Söldner. We need to have a conversation about that last agent. We got him, boss. Got him good. Larry shot him, so did Radika and Otis, and then we all punched him a bit. You also got a large number of holes in my folds. Who trained you? Trained? You mean like learned? Like what a teacher would do? We ain't no nerds, boss. I see the problem. We need a weapons expert. Okay, also. Wir rekrutieren einen Söldner von der Weltkarte. Mal schauen, wo einer verfügbar ist. Da wäre einer. Aber hier sind wir gerade im Lockdown. Auch noch eine Weile. Das war auch im Lockdown. Oh, das ist schon wieder. Das sieht schon wieder großartig aus. Da ist noch einer. Und hier ist auch kein Superheld. Das heißt, hier könnten wir. Es kostet auch nicht viel, ne? 3 Arbeiter, 10 Sekunden. Komm, los damit. 15 Argwohn haben wir hier locker noch über. Wunderbar. Diese Region ist beschäftigt. Die sind beschäftigt. Die. Machen nichts wegen. Atom-Olga, ich hab den Namen vergessen. Wir könnten hier den Argwohn aber senken. Das mache ich auch. Denn das schwächt diese Super-Agenten auch ab. So, hier läuft nichts und hier hätten wir auch einen Söldner holen können. Dann verdienen wir hier lieber ein bisschen Geld. Ja, warum nicht? Das bringt uns richtig viel Geld. 90.000. Wow, und wir... Nee, ist wieder Lockdown gegangen. Obwohl das der Counter noch nicht runter war. Irgendwie verstehe ich diese Zahl da nicht. Ich glaube, die hängt immer ein bisschen hinterher. Nun gut, wie dem auch sei, sind wir halt im Lockdown. Dafür haben wir aber auch jede Menge Geld verdient. Und die Aufgabe hier müsste auch schon erledigt sein, oder? Ich wollte gerade sagen, Spezialist ist eingetroffen, dann lasst uns ihn befragen. Müsste er auch schon im Gefängnis sitzen? Tut er aber nicht. Dann wird er aber gerade eskortiert zum Gefängnis.
Auch nicht. Oder die gehen unten lang. Nee. Ich glaube, der Hubschrauber landet gerade. Ach, da. Da ist er. Jetzt kommt er. So, einmal Söldner. Das sind dann etwas bessere Kampfschergen. Warten wir mal kurz, bis der unten in der Zelle angekommen ist. Und jetzt warten wir, bis die Entschlossenheit runtergeht. Und dann befragen wir den. Das macht Iris. Haben wir ja schon öfter gesehen. Befragung abgeschlossen. So, jetzt müssten wir hier... Jetzt haben wir es eigentlich freigeschaltet, aber es wird noch nicht angezeigt. Oder müssen wir erst einen ausbilden? Genau, wir müssen erst einen ausbilden. Das heißt, einen Söldner-Trainer bauen. Und dann ist absehbar, dass wir auch bald ein größeres Trainingslager hier brauchen, Trainingsraum. Da ist der Söldnertrainer. Oh ja, alles klar. Das kriege ich nicht mehr unter vernünftig. Ich könnte das hier total blöd reinstellen, aber... würde dann eher sagen, dass wir einen neuen Trainingsraum bauen. So. Und dann errichten wir das Teil hier. Das bauen wir erstmal fertig. Wir werden hier im Laufe der Zeit mehr Wände und einzelne Abteilungen für die Spezialistentrainings reinsetzen. Aber erstmal soll das so genügen. Dann können wir da auf jeden Fall die neuen Söldner trainieren schon mal. Und dann bauen wir das so peu à peu runter. Ja, und Vault's full. Wir müssen also doch nochmal mehr Geld ausgeben hier. Jetzt haben wir nur ein Problem. Wir können hier keine Regale mehr reinstellen. Das können wir noch nicht abbauen. Das ist unangenehm. Ich hätte, als wir Platz hatten, also als wir ein bisschen Abstand hatten, hätte ich hier die Dinge abbauen sollen. Jetzt müssen wir das leider so machen. Dabei verlieren wir ein bisschen Geld. Geld verlieren ist immer bitter. Hätten wir verhindern können. Salaries paid.
Okay, da haben wir dann wieder ein bisschen mehr Luft. Und wie sieht's hier aus? Noch nicht fertig, ist natürlich ein Riesenraum. Die gerechten Mächte haben viele Regionen in einen Lockdown versetzt. Vorsicht vor stärkeren Agenten. Okay. Eigentlich sind wir nur in 3 Zonen im Lockdown gerade. Aber gut, das mag dann so ein Ermittlungserfolg sein. Dann ist das halt so. Da ist ein Agent. Da läuft was. Hier läuft was. Da läuft natürlich nichts. Hier läuft auch was. Da haben wir Lockdown. Und da können wir auch nichts laufen lassen momentan. Eigentlich alles in Ordnung. Ist dann halt so. Also ich weiß gar nicht, wann wir wirklich zuletzt Ärger mit Agenten hatten. Aber es will natürlich nichts heißen. Das kann jederzeit passieren wieder. Aber im Moment passiert nichts. So. Wie sieht's hier unten aus? Lass doch mal die Geräte hinstellen. Ist einfach eine Shooting Range. 3 Stück mit irgendwelchen Zielen, die hier hochkommen. Und dann bilden wir entsprechend die Leute aus. Jetzt kommen die Maschinen. Wunderbar. So, jetzt ist Zeit, einen zu trainieren. Einen sollen wir, aber wir machen natürlich mehrere. Kampf, und zwar Söldner. Und jetzt gehen wir, tja, die Frage ist natürlich, wer... Müssen die von denen rekrutiert werden? Also, kann ein normaler Arbeiter direkt zum Söldner werden, oder wird ein Wächter zum Söldner trainiert? Boah, die sind ganz schön teuer. Machen wir mal so. Also wir gehen hier runter auf 28 und hier auf 8. Los geht's. Jetzt warten wir noch eben, bis der erste trainiert wird. Und dann machen wir für heute auch Feierabend. Tja, kommt denn auch einer und wird ausgebildet oder nicht? Das sieht momentan noch nicht so aus. Dann werden wir das in der nächsten Folge sehen, Leute. Ich danke euch fürs Zuschauen. Hoffe, dass es euch gefallen hat. Und bis zum nächsten Mal. Euer Dr. Wolfsherz. Ciao.